Hallo, ich bin Robert von Baby One und heute möchte ich etwas Licht ins Dunkel bringen zu dem Thema Autokindersitze. Unter anderem haben wir immer die Fragen, was bedeuten die einzelnen Gruppen und was sind diese unterschiedlichen Normen, die uns da immer ereilen. Wir haben einmal die Gruppe 0 oder 0 plus. Das sind damit gemeint sind die Babyschalen und zwar, weil sie von Geburt an eingesetzt werden können. Wir haben verschiedene Zulassungen in Deutschland, unter anderem die eine klassische Variante, die es schon etwas länger gibt, die 44er, die die Autokindersitze nach dem Gewicht kategorisiert. Die etwas aktuellere und neuere Norm sind die Modelle, die nach der sogenannten iSize-Norm bewertet werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass das iSize zwingend besser ist oder deutlich sicherer oder eine andere Funktion hat. Es ist einfach eine andere Kategorisierung und zwar wird hier nicht mehr nach dem Gewicht des Kindes eingeteilt, sondern nach der Körpergröße. Die Babyschalen sind dann meistens von Geburt, das heißt so 45 cm bis ca. 87 cm ausgelegt. Auch da gibt es deutliche Unterschiede bei den Herstellern. Nicht nur eure Kinder sind unterschiedlich groß, auch die Babyschalen bieten unterschiedlich viel Platz. Fangen wir aber mit den Babyschalen im Allgemeinen an. Ihr habt verschiedene Befestigungssysteme. Unter anderem ist das ganz klassische und das handelsübliche, dass ihr die Babyschale entgegengesetzt der Fahrtrichtung natürlich mit dem Dreipunktgurt befestigt. Das könnt ihr überall machen, wo ein Dreipunktgurt vorhanden ist. Ihr solltet aber immer darauf achten, dass der Gurt auch eine gewisse Länge hat, damit ihr das benutzen könnt. Ihr seid immer herzlich willkommen im Fachmarkt, um das natürlich vor Ort direkt zu testen. Eine ganz wichtige Grundlage ist, ihr dürft auf dem Beifahrersitz kein Kind rückwärts transportieren, was bei der Babyschale anders nicht machbar ist, mit einem aktiven Airbag. Der Airbag muss immer ausgeschaltet sein. Meine persönliche Empfehlung geht natürlich ganz klar dahin, das Kind eher auf die Rückbank zu setzen. Aber wenn ihr es auf dem Beifahrersitz macht, achtet bitte darauf, dass der Airbag definitiv ausgeschaltet ist. Wir haben ansonsten hier die Möglichkeit, diese Kindersitze nicht nur mit dem Gurt zu befestigen, was auch sehr sicher ist, aber was immer wieder zu vielen Anschnallfehlern führt. Wir haben seit einigen Jahren das sogenannte iSize-System, das einfach die Kategorisierung nach der Größe hat, aber auch überwiegend mit Isofix befestigt wird. Isofix sind diese beiden Metallhaken, die findet ihr hinten in der Regel in der Sofaritze, sage ich mal. Da sind die versteckt, bei den neueren Autos luken sie schon manchmal heraus. Das ist Isofix. Wenn ihr das im Auto habt, könnt ihr euch zusätzlich so eine Isofix-Station kaufen. Ihr müsst immer darauf achten, dass das natürlich die passende Babyschale zu der passenden Station ist. Wenn das eingerastet ist, hat diese Station meistens eine bisschen festere Anbindung an die Karosserie und signalisiert euch mit grünen Indikatoren, meistens vielleicht sogar auch mit Signalgeräuschen, dass diese Station fest eingebunden ist. Der Luxus, den wir heutzutage haben, ist, dass diese Stationen sogar den Komfort bieten, dass ihr die Kinder von der Seite reinsetzen könnt. Vom Preis und von der Sicherheit, mal ganz abgesehen, gibt es dort Spannen von 100 bis 500 Euro. Ein guter Autositz muss nicht unbedingt teuer sein, aber ihr habt natürlich unterschiedliche Preiskategorien, was den Komfort des Kindes angeht, was die Handhabung angeht, das Gewicht, die Sonnensegel, die Materialien. Das sind die Unterscheidungen, die eigentlich bei einer Babyschale im Fokus stehen. Die Hersteller geben sich sehr viel Mühe, das möglichst ergonomisch zu gestalten. Allerdings kriegt man es nicht immer hin, dass die Kinder natürlich gut da drin liegen. Wir haben oft die Schwierigkeit, dass der Kopf schon in sich zusammensackt. Deswegen ist ganz klar die Bitte, transportiert euer Kind nicht zu lange außerhalb vom Auto in diesen Babyschalen, weil auch wenn sie ergonomisch ausgerichtet sind, sie dem Kind nicht den optimalen Halt geben. Es ist ein Sicherheitsartikel, der fürs Auto konzipiert worden ist. Und ich weiß, dass relativ viele von euch das auch auf den Kinderwagen draufsetzen und damit herumfahren. Aber tut mir einen Gefallen, lasst sie nicht zu lange da drinne. Es ist immer noch besser, das Kind gerade zu transportieren. Wenn wir jetzt die Gruppe 0 verlassen, könnt ihr euch noch eins merken. Wenn ihr euch so eine Station anschafft, was ja sicherlich nochmal ein zusätzlicher Kostenfaktor ist, bedeutet das nicht, dass diese Station nach der Babyschale nicht mehr einsatzfähig ist. Die meisten Hersteller bieten heutzutage so ein sogenanntes modulares System. Das heißt, die Babyschale switcht gegen die nächste Größe. Und die nächste Größe wäre in dem Fall die Kategorie 1. Das ist der Autositz bis ca. 4 Jahre oder mit iSize bis 1,5 m. Schauen wir uns die Gruppe 0 oder Gruppe 1 an.
Die Gruppe 0 waren die Babyschalen und die Gruppe 1 sind die Nachfolgemodelle. Gruppe 1 bedeutet wieder in der klassischen Kategorisierung bis 18 Kilo. Das ist dann meistens so circa 3 bis 4 Jahre. Bei der neuen iSize-Norm bedeutet das bis 1,5 Meter Körpergröße. Wenn ihr euch fragt, woher kommen diese Werte, das ist der europäische Durchschnitt für ein 4-jähriges Kind. Ich weiß, wir sind alle nicht kategorisiert und in Normen gepackt, deswegen bieten die Hersteller ja auch verschiedene Verstellmöglichkeiten, dass ihr das so lange wie möglich benutzen könnt. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, es gibt die Variante, dass du den Kindersitz in dieser Kategorie 1 ganz klassisch mit dem 3-Punkt-Gurt anschnallen kannst, und zwar vorwärts oder rückwärts. Hier geht natürlich wieder die Empfehlung, solange es geht, rückwärts zu fahren. Wir haben die iSize-Norm in Deutschland, die sogar besagt, du sollst dein Kind mindestens bis 15 Monate rückwärts fahren. Ist persönlich auf jeden Fall die Minimum-Empfehlung, die man machen sollte. Grundsätzlich kann man einfach sagen, rückwärts fahren ist sicherer. Und umso länger ihr mit eurem Kind rückwärts fährt, umso mehr Spaß habt ihr wahrscheinlich auch an diesen Produkten, weil die meistens so ausgelegt sind, dass die Kombination vorwärts und rückwärts möglich ist. Also solltet ihr euch für einen Gurtsitz entscheiden, müsst ihr noch entscheiden, ob ihr das Kind schon bereits vorwärts fahren möchtet oder ob es noch rückwärts fahren soll. Meistens Sitze gehen so ab 9 Kilo los, das bedeutet so ab einem Dreivierteljahr kann das meistens schon der Fall sein. Grundsätzlich ist aber auch die Variante mit der Isofix-Station eine Möglichkeit. Wenn ihr die bei der Babyschale zum Beispiel schon genutzt habt, ist es dort relativ einfach, bei den meisten Herstellern einen Nachfolgesitz oben drauf zu klicken. Das geht noch nicht bei jeder Basisstation, aber das geht bei den meisten. Und hier haben wir die Variante auch, dass das Kind rückwärts fahren kann. Und solltet ihr ein System wollen, wo ihr euch diese Option mit dem Vorwärtsfahren offen haben lässt, haben wir auch hier bereits die Funktion, dass ihr das Kind dann natürlich nach vorne drehen könnt. Hier ist einmal die Variante, ihr habt die Base bereits gekauft bei der Babyschale und ihr kauft den Nachfolgesitz. Oder ihr entscheidet euch, weil ihr bei der Babyschale noch kein Isofix-System habt, jetzt für ein solches. Dann gibt es die Produkte, wo die Sitze dann mit der Station verbunden sind und dann auch die 360-Grad-Bewegung haben. Kategorie 1, wie gesagt, bis 18 Kilo. Das sind in der Regel die Modelle, die mit dem Gurt befestigt werden. Oder die iSize-Norm, die besagt 15 Monate rückwärts fahren und ich kann das bis 1,5 Meter benutzen. Jetzt schauen wir uns einmal die Kindersitze der Kategorie 1, 2, 3 an. 1, 2, 3, weil sie zwei Kategorien in sich vereinen. Zum einen die Gruppe 1, da haben wir die Kindersitze, die circa bis 18 Kilo gehen oder so bis 1,5 Meter. Aber auch die Kategorie 2, 3, wo die Kinder dann halt wirklich bis 1,50 Meter oder 12 Jahre, 36 Kilo, also wirklich bis zum Schluss dann drinnen sitzen können. Und diese Produkte können halt beides. Ihr könnt dort ein Kind mit circa einem Jahr meist schon reinsetzen. Ich empfehle grundsätzlich, sie sollten selbstständig sitzen können. Da ihr die Babyschale ja bis zum Ultimo ausgereizt habt, ist euer Kind vielleicht sogar schon 1,5 Jahre, bevor ihr diese Sitze benutzt. Aber nichtsdestotrotz, kommt vorbei und setzt sie einmal rein, damit ihr die Proportionen wahrnehmt. Denn hier muss ein 1-jähriges Kind genauso wie ein 9-jähriges reinpassen. Und daher sind die Proportionen nicht so wie bei einer Kategorie 1. Wir haben aber verschiedene Systeme. Es gibt natürlich auch Produkte, die man ganz klassisch mit dem 3-Punkt-Gurt anschneiden kann, aber wesentlich innovativer und flexibler sind heute die Modelle, die mit dem sogenannten iSize-System sich einmal hinten auch mit dem Isofix in der Karosserie halt verankern und die zusätzlich hinten im Kofferraum oder an der Rückbank mit dem sogenannten Top-Teaser nochmal verankert werden. Dadurch ist der Sitz doppelt gefestigt im Auto, mit der Karosserie verbunden, hat wirklich einen sehr tollen Halt. Es gibt da die Unterscheidung, dass ihr die Kinder mit zwei verschiedenen Systemen befestigen könnt. Zum einen habt ihr den klassischen 5-Punkt-Gurt. Das ähnelt ein bisschen der Variante wie in der Babyschale. Ihr habt das Gurtsystem und das Straffziehen und habt dort das Kind dann halt gut eingeschnallt. Dieses Gurtsystem baut ihr dann ungefähr aus. Circa, wenn die Kinder so 1 Meter Körpergröße haben, kann man das dann schon weglassen. Die Alternative, die ein sehr tolles Testergebnis auch immer abliefert, sind die Varianten mit dem Fangkörper vorne. Diese Sitze werden dann einfach auch im Auto fixiert, ähnlich wieder mit dem Isofix und dem Top-Teaser.
und ihr setzt den Fangkörper vorne drauf und fixiert den Tisch. Das Kind wird über den Fangkörper gehalten und hat sogar relativ viel Freiraum im Oberkörper. Jetzt werden wir oft gefragt, was ist besser? Das ist immer eine etwas schwierige Frage, weil das natürlich auch unterschiedlich gut ankommt. Das eine Kind mag es, das andere Kind mag es nicht. Daher ist das Feedback sicherlich der Kinder gut, aber ist auch tagesformabhängig. Kommt vorbei und probiert es aus. Das sind zwei Varianten, die auf dem Markt existieren und die euch natürlich den Vorteil schaffen, ihr müsst in 3 Jahren nicht noch einen Sitz kaufen. So, kommen wir zum letzten Autositz oder der letzten Kategorie, besser gesagt. Wenn ihr euch wirklich dafür entschieden habt, ihr habt euch für eine Babyschale Gruppe 0 entschieden und ihr habt euch für eine Kategorie 1 entschieden, das sind in der Regel die Vorwärts-Rückwärts-Modelle, kommt dann meistens mit circa 3-4 Jahren dann die letzte Stufe. Und zwar sind das die Autokindersitze, die, wenn ihr die eine Norm habt, ab 15 Kilo beginnen oder die neue iSize-Norm, die ab 1 Meter Körpergröße reicht. Da gehen die Altersjahreszahlen natürlich wahnsinnig auseinander, weil du auch schon mal ein Kind sicherlich mit 2,5 hast, aber du hast manchmal auch ein Kind erst mit 4 Jahren, die da reingehören. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist hier halt eben dementsprechend das Gewicht oder die Körpergröße, je nachdem für welches Produkt ihr euch entscheidet. Warum ist die Größe ein Thema? Weil die Kinder jetzt keine integrierten Gurte mehr haben oder irgendwelche Fangkörper, sondern die Sitze werden einfach ins Auto gestellt, bestenfalls natürlich mit Isofix hinten befestigt, werden reingesetzt und werden ganz normal angeschnallt, wie wir das haben. Wir kriegen auch den ganz normalen Dreipunktgurt über die Brust gelegt. Hier haben wir nochmal solche Öhrchen drunter, wo der Beckengurt eingefädelt wird. Das ist die letzte Stufe, die ihr dort benutzen könnt. Diese Sitze sind ausgelegt, dass sie dann bis 1,50 Meter genutzt werden können. Das heißt, das kann auch bis 12 Jahre halten. Ist aus der Erfahrung her bis zum 8. oder 10. ist das meistens sicherlich noch möglich. Dann kommt es ein bisschen drauf an, wie ihr das handelt, weil es sicherlich auch irgendwann nicht mehr so cool ist, vielleicht für so einen 9-Jährigen in so einen Sitz zu steigen. Aber ihr müsst bis 1,50 Meter auf jeden Fall etwas haben. Wir haben natürlich auch diese Sitzerhöhung im Sortiment, was dem Sicherheitsstandard nicht sicherlich groß Unterstützung bietet, weil das einfach nur das Minimum ist, was man machen kann. Die Autositze selbst sind so ausgelegt, dass ihr einfach das Step-by-Step dann mitwachsen könnt, um dann halt wirklich bis zum Schluss durchzuziehen. Ihr habt dort eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten zwischen den Lieferanten. Da haben die verschiedene Variationen Sitze, die nicht nur in der Höhe, auch in der Breite mitwachsen oder verstellbare Sitztiefen haben mit Seitenprotektoren, mit Klimaschutz, alles Mögliche. Ihr habt aber in dem Altersstufe schon Kinder, die dann wahrscheinlich so 3-4 Jahre alt sind. Deswegen immer meine Empfehlung, nehmt sie mit zum Autositzkauf und setzt sie rein. Die Kinder geben Feedback und ihr seht, wie gut die da drinnen positioniert sind. Und wenn ihr es zulasst, könnt ihr natürlich auch den Kindern dann die Farbauswahl oder die Entscheidung überlassen. Aber ärgert euch nicht, wenn es pink wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aussuche und ich hoffe, es hat euch geholfen. Ansonsten sehen wir uns im Fachmarkt.